You can do this. Okay. Also, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt. Out of order. Okay, können wir da reinschauen? Good. He's here. Ach so. Ich warte darauf, dass er wieder rausgeht. Ja, super. Okay. Ja. Können wir hier noch irgendwas machen vorher? Nee, ne? Okay. I'm fine. What are you doing? Ah, my cousin Billy bought an old motorboat, but that fool drowned the engine, taking her out. Yeah, I told him I'd fix it. Can't put any of the chain or the valve covers back on. So, did you need something? I was hoping to. I actually wanted to. Check out your boat, is all. Yeah. Well, all right, here she is. So, I was over at the station and I was thinking about some things. Yeah? You've known us for a while. Your whole lives. You puked all over my slick denim button-up. That's a nice memory. Are you gonna be long? I was hoping we could talk. I don't need my ears to fix an engine. What's up? Never mind. Where's your brother? Back at the house, I guess. So, what's he getting up to today? Who knows? All right. Okay. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Hallo? God. This article about ocean acidification is really unnerving. What's that? Oh, there's an article in today's paper about how climate change is ruining the ocean. Yeah. Fish have gotten puny. Spotting fewer and fewer whales. I don't know where we're headed, but we sure as hell are going there. How's the house coming along? Körperlich schmerzhaft, naja. Slow. There's a lot to do. Of course. I mean, there's a whole life, lives in there. No shame. Aha. So, hey Cousin, ich habe dir vor einem Monat mein Boot gegeben und soweit ich weiß, hast du bis jetzt es lediglich nur getestet, wie viel Bier drauf passt. Ich habe dich aus Gefälligkeit im Voraus bezahlt, weil ich weiß, dass du es gebrauchen kannst, aber ich brauche verdammt nochmal mein Boot. Familie ist Familie, aber... kann er mal die Klappe halten? Familie ist Familie, aber mach es bis zum Wochenende fertig, sonst melde ich es. Als gestohlen und ich weiß, dass du es satt hast, dass Brown dir andauernd das Leben schwer macht. PS, geh an dein gottverdammtes Telefon. Okay. Curtis Bank. Kontoübersicht. Zahlung erhalten. Beschreibung, Abhebung, Kontostand. Aktueller Kontostand minus $446,76. Das ist heftig. Erstes Amtsgericht Alaska.
Vorladung, Anordnung vor Gericht zu erscheinen. Sie werden angesichts der vorliegenden Beschwerde gebeten am folgenden Datum, bla bla bla. Das Erscheinen vor Gericht ist verpflichtend. Bei Nichterscheinen wird ein Haftbefehl ausgestoßen. Vom Bundesstaat gegen ihn, okay. Warum gingen jetzt bei mir gerade alle Monitore aus? Was war denn jetzt los? Wahlzettel. Fischerverband Alaska. Wahl des Regionalvertreters Südost. Nationalen Vorstandsmitglied. Anweisungen zur Abstimmung. Stimmen Sie ab, indem Sie das Feld... Kandidaten... Na gut, das ist ja uninteressant. Gut, außerdem... Brief haben wir ja wohl nichts wirklich Interessantes. Ja gut, den Kontoauszug. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Jetzt kann ich es ansehen. No bananas on board? Really? Damn right. It's not just superstition. This one time, this greenhorn brought one on board. Well, you wouldn't believe the day we had. Okay. I'm listening. The boat was 50 miles south in the Pacific, and our hold was full of the morning's catch. Started pulling in our nets when they got all tangled up in our propellers. Made the damn things useless. Stopped us in our tracks, miles off land. So what'd you do? Well, we dropped anchor and I had to dive under and cut out the net. Of course, when we finally managed to fix the damn thing and headed back in, there it was on the horizon. A nasty mother of a storm. Spent the trip back riding out the biggest damn waves I've ever seen. 30 footers, if you can believe it. All because of a banana. All because of a banana. Okay. Lassen wir mal so stehen. What happened? I busted my finger with that stupid wrench. Grab me a gauze. Should be in that cupboard over there. Welchen Schrank? Guckte so in die Richtung. Impressive collection. Okay, Marinewelt. Hey, an encyclopedia of astronomy. I have this one. You, gonna browse through all my stuff before handing me that gauze? Right. Sorry. Ja, ehrlich gesagt, wollte ich erstmal die Sachen durchführen. That's a really nice sextant. No, right now. It's just a real nice paperweight. Okay. Aber wir sollen eine Mulbinde finden. Er hat hier rüber geguckt und hat gesagt, das soll irgendwo hier in dem Kasten sein. Hier ist aber kein Kasten. Schauen wir doch nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht hat er nur scheel geguckt oder so. Hier... Nimmt da auch nichts. Hier ist aber auch kein Kasten. Leute. Ernsthaft jetzt? Find anything? Nee, bisher noch nicht. Aber du kannst mir ja nicht sagen, wo dieser blöde Kasten ist. Okay, Das sieht noch nach einem Kasten aus, aber... Ist das ein Werkzeugkasten? Da ist aber auch nichts drin. Sure. I haven't seen your boat in the water for a while. Yeah. She's, there's some things I need to settle before I can take her out again. Ja, also entweder stehe ich jetzt hier total auf dem Schlauch, oder ich habe keine Ahnung. Ist da oben vielleicht irgendwo ein Kasten? Anything? Nope. Okay, hier könnten wir theoretisch raus, können jetzt aber nicht raus. Ah nee, wir können nicht raus, wir können da oben rein. Denke ich mal. Ja, aber... Yeah, the gauze should be in that cupboard over there.
Ach, jetzt auf einmal im Schrank. Denn ich eben noch gesagt, in der Kiste. Ja, aber in welchen Schrank? Das ist ein Schrank, da hinten komme ich nicht hin. Kann man die Leiter hier nicht irgendwie wegräumen, oder? Sonst gibt es doch hier keinen Schrank. Ich kann doch hier jetzt nicht alles umräumen, Leute. Ach, Moment. Ah. I think I got some gauze in a cupboard next to the sink. Ja, jetzt redest du vom Waschbecken. Weißt du, jetzt, wo ich hier schon eine halbe Stunde rumgelaufen bin. Danke, vielen Dank. Sam, are you our father? Figured you'd ask me that question someday. Well? I wish I was. What the hell kind of answer is that? I'm sorry, Ellie. But the man you're looking for, he ain't me. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here, getting angry at me for something I got nothing to do with. But you two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? I may be a deadbeat, but I'm no coward. But you must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Marianne would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. I'm so... tired of trying to unravel all of Marianne's fucking secrets. I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Come with me. I want to show you something. Ja, ich komme. When was the last time you cracked a window? Looking sharp, first mate Kansky. What's that now? These pictures. Oh, well, yeah, that was a long time ago. Where all did you travel to? Mostly worked the Southeast Asia route. Vietnam, Cambodia, around those parts. Wow, I had no idea you were so worldly. Well, I worked on a cargo, so I didn't get much shore leave. But, you know, there's really nowhere my legs feel as steady as on the deck of a ship, steering her toward a deep blue horizon. Der Glacier Bay Nationalpark heißt sie herzlich willkommen. Okay. Ich will mich jetzt hier natürlich nicht stundenlang aufhalten, aber ich will schon so ein paar Sachen angucken. If it gets the house sold, it gets the house sold. So, diese reizende, zugeschnittene Holzhaus, Betonbesichtigung. Okay, das ist also die Anzeige zu unserem Haus. Auch wenn man es jetzt nicht so wirklich erkennt. Es sieht so ein bisschen komisch aus auf den Fotos, aber okay. Why is there a burnt-up pan in your garbage? Oh, yeah, that. Might have fallen asleep cooking dinner. Glad you're still with us.
Bezahlbar an Samuel Kensky, $150. $150 Unterschrift und so weiter. Love this picture, your mama. What's all this? Here, I kept a few things. Okay. Swords and schemes. Oh, I took her to see that for her birthday. She hated every second of it. Whole drive back, she talked about how it butchered the books. Did you like it? I fell asleep before I even saw a sword. Okay, vier kann ich hier nicht angucken. Ja, dazu sagt er auch nichts, oder sie? Schade. I remember this. We got this on our trip to Juneau. She saved up for a whole year to make that happen. Lieber Sam, ich schreibe aus dem kleinen Hotel im Zentrum von Juneau, das du mir empfohlen hast, und du hattest recht. Die Kinder lieben die Wandmalerei vom Wal. Wir mochten aber auch die vom Raben am Rathaus. Heute haben wir die Straßenbahn hoch zum Mount Roberts genommen. Die Kinder wollten wandern gehen, aber wir sind nur bis zu den Totems gekommen. Morgen werden wir bis zu den Nugget-Wasserfällen wandern, um zu sehen, ob der Gletscher noch so aussieht wie auf der anderen Seite der Karte. Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir einen frohen Fang. Mary Ann. Lieber Sam, die meisten Bären leben nur 20 bis 25 Jahre lang. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem 29. Lebensjahr. Ohne dich hätte ich hier mit Sicherheit nicht so lange überlebt. Also danke für alles. Laura hat wirklich Glück mit dir. Ich weiß, du denkst, dass der beste Teil deiner Vergangenheit ausradiert wurde. Aber solange du es nicht vergisst, wird die Anyakchak Rose für immer sehtüchtig bleiben. In der Erinnerung könnte sie nur etwas kleiner wirken. Ich hoffe, du hast dieses Wochenende etwas Zeit, um mit Richie aufs Wasser zu fahren und alles zu fangen, was du verdienst. Einschließlich neuer Erinnerungen. Alles Gute, mein geschätzter Freund. Mary Ann. Your mother made that. Oh, she was a real artist, that one. Kind of like you. Aber das Foto hier können wir uns nicht ansehen, so wie es aussieht. Look at these ones. She looks happy. Hmm. She was. When was this? Why are you wearing a square hat? Oh, yeah, that was when I finally got my captain's license. Mary Ann's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Huh. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. That roof was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Wait, the barn has a loft? Oh, yeah. You didn't know? No, she didn't tell us. Is that a trap door? Yeah. Jimmy closed the whole thing up. Told her it was going to be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Well, we're going to have to empty it out for the sale, so I guess we'll know soon enough. Ellie, you really going to go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. You can't just throw it away.
Look at yourself. That's enough. How long are you gonna keep feeling sorry for yourself? Are you really just gonna drag Marianne behind you for the rest of your life? Give it back. No! I'm sick of watching you play town drunk! For Christ's sake, get it together! You came here looking for my help, and now you're gonna stand there and judge me? Things were just fine until you two came along, digging up things that should have stayed buried. Fine? Look around you. You're living with ghosts. Get out. You're pathetic. Get out!